Hey meine Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein Special-Video, denn ich bin für ein paar Stunden ein Mörder. Und ja, mein Vater ist auf Geschäftsreise, denn die Villa lässt sich nicht von alleine zahlen. Und deswegen muss er ein bisschen Geld verdienen. Ich werde jetzt mal zu den ganzen Leuten hier in der Stadt gehen und die auf jeden Fall ermorden. Aber ich sag euch ehrlich, ich werde das mit meiner Special-Kraft machen und sie richtig, richtig in die Angst jagen, dass sie dann halt wirklich vor Angst einfach umfallen. Ich werde die gar nicht mal schlagen müssen. Ich werde einfach nur einen krassen Special-Effekt von mir einsetzen, wo die dann einfach alle Angst haben. Ihr seht schon, es ist 3 Uhr nachts. Das heißt, die ganzen Leute schlafen schon. Ich muss mich irgendwie in die Häuser schleichen. Aber das Ding ist, viele sind auch mit ihren Freunden, Familien auf Ferienreise, weil wir haben ja Halloween und viele gehen einfach da weg. Ihr wisst schon so hier, zum Beispiel hier ist ein Auto, da könnte sein, dass da jemand zu Hause ist, aber es könnte sein, dass bei den anderen Häusern keiner zu Hause ist. Oh, da haben wir hier jemanden. Warte, wo schläft denn der, Alter? Der schläft auf der Sofa. Ich liebe Weihnachten. Der redet ja von Weihnachten, Mann. Wir haben doch Halloween, Alter. Der spinnt doch irgendwie. Alter, den muss ich mir vorknüpfen. Den zeige ich jetzt mal richtig, dass wir Halloween haben. Was für Weihnachten. So, wir schleichen uns jetzt mal ran. Der merkt noch nichts, der schläft. So, jetzt werden wir ihn mal erschrecken. Komm mal her. Dich werde ich mir vorknüpfen, junger Mann. Du redest hier von Weihnachten. Ich bin ein Mörder. Mich hat der Halloween-Gott geschickt. Ich soll dich in die Hölle schicken, verstehst du? Ist doch Fest der Liebe, das macht man nicht. Natürlich, Mann. An Halloween weißt du gar nicht, was für Gestalten rumlaufen. Ich bin so einer. Ich bin von den Toten erwacht. Ich bin gerade von meinem Grab rausgekommen. Bitte nicht. Also, bitte nicht. Du wirst jetzt alles tun, was ich dir sage. Du gehst erstmal in die Badewanne, okay? Was? Du gehst da rein, sofort. Okay. Und jetzt wirst du einfach mir zuschauen, was ich hier mache. Hast du verstanden? Ich glaube, das wirst du nicht glauben, aber sowas gibt's wirklich. Siehst du das? Siehst du das? Er fällt jetzt um, Leute. Schaut mal, wie doof er ist. Hallo, leben Sie noch? Leben Sie noch? Er ist tot. Er ist tot. Wir haben es geschafft. Let's go, jetzt gehen wir zum nächsten. Schaut euch den mal an, ne? Der war ja komplett doof drauf. Was für Weihnachten, Leute, der will mir was von Weihnachten erzählen, obwohl wir hier Halloween haben, ne? Ja, das ist das Weihnachtsköpfchen, genau. Und das ist der Santa Claus, der hier schläft, ne? Genau, Digga. Und diese Spinne hier wurde auch vom Weihnachtsmann geschickt. Ey, ich glaube, ich spinne, ey. Oh, da ist noch einer drinnen. Oh, dann werden wir uns jetzt den mal auch vorknüpfen. Der sieht aber niedlich aus. Egal, den werden wir uns sofort vorknüpfen. Oh, der hat hier eine Sache vor seiner Tür gestellt, dass man nicht reinkommt. Aber ich komme durch. Ich komme durch. Ich schaffe das. So. Ey, du. Aufstehen. Schnell aufstehen. Aufstehen. Haben wir Weihnachten oder haben wir Halloween? Halloween. Halloween, richtig. Und weißt du, wer ich bin? Nein. Ich bin ein Mörder, Junge. Bitte tu mir nichts, bitte. Ich soll dir nichts tun. Aus welchem Grund soll ich dir nichts tun? Weil ich zu jung bin. Weil du zu jung bist. Wo sind denn deine Eltern? Du bist ja ganz alleine zu Hause. Die sind im Kino. Im Kino um 3 Uhr nachts. Schau dir das mal an, Junge. Das ist Kino, Mann. Sowas existiert wirklich. Schau dir das mal an. Ja. Und jetzt lege ich dich schlafen. Ah, bam, Junge. Ja, den haben wir jetzt auch schon getötet, Leute. Sehr gut. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach wird, ne? Bei dem laufen ja noch so ab 18 Sachen. Alter, die spinnt, glaube ich, ne? Der sagt, seine Eltern sind im Kino, aber lass dir das Fernsehen um 3 Uhr nachts laufen. Da, wo die nicht jugendfreien Sachen laufen, das geht ja mal gar nicht. Ah, Mensch, 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 Mensch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach wird, aber guckt euch das mal an. Wow, dieses Haus ist ja echt schön. Hier ist sogar ein Lambo. Soll ich vielleicht den Lambo in die Hölle fahren, so, wenn ich dann später gehe? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, ist hier überhaupt jemand? Vielleicht wohnt hier niemand. Ich glaube tatsächlich, dass hier niemand wohnt. Dann gucken wir mal hier rein. Tatsächlich, so ein wunderschönes Haus.
Aber niemand ist hier drin. Jetzt habe ich das Glück, dass ich einen Lamborghini habe. Warte mal, hier sind doch die Schlüssel. Die nehmen wir mal mit und fahren mit dem Lamborghini zum nächsten Opfer. Ja, das wird doch ein richtig schöner Start, ne? So, warte, jetzt machen wir das Auto an. Boah, der Sound ist ja gewaltig, Alter. Das gefällt mir. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Wir parken das Auto ein bisschen unauffällig, dann, damit die Leute auch nicht aufwachen. Ich hoffe, dass hier jemand drinnen ist. Ich habe nämlich ganz schön viel Hunger. Okay, hier ist niemand. Wo sind denn die ganzen Leute? Hallo. Ist hier jemand? Sag mir nicht, die sind auch in Ferien. Oh Gott, ich muss mein nächstes Opfer finden. Hallo, wo ist mein nächstes Opfer? Ich muss hier schnell jemanden töten. Sonst ist der Boss, der mich geschickt hat, dann echt unzufrieden. Der hat gesagt, ich soll alle in die Hölle schicken. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das schon... Wow. Was ist denn das denn, Alter? Habt ihr das gerade gehört? Ach du Kacke, Mann. Wie schnarcht der denn? Alter, der atmet hier die ganze Luft hier ein. Ich krieg keine Luft mehr. Alter, den muss ich mir schnell aufwachen. Hallo, weißt du, wer hier vor dir steht, Junge? Ey, wer bist du denn? Weißt du nicht, wer ich bin? Keine Ahnung. Ich wurde vom Teufel geschickt, Junge. Was vom Teufel geschickt, du Penis? Was hast du zu mir gesagt? Geh mal raus hier. Ich glaube, du wirst gleich dein Wunder erleben. Hast du verstanden? Das ist mein Haus hier. Mach dich mal ab. Ey, entspann dich mal ein bisschen, Mann. Ich bin hier, um dich zu töten. Wie? Ja, ich... Was machst du da was? Ey, ich will dir jetzt meine Kraft auch nicht vorstellen, aber ich sag dir ehrlich, sei mal nicht so frech zu mir, hast du verstanden? Mann, Alter, du kommst hier rein und willst mich essen, oder was? Ja, aber warte mal kurz, Mann, du siehst ganz cool aus. Wer bist du denn? Ich bin Uwe. Du bist Uwe? Ich bin der Uwe, ja. Oh, das ist aber ein cooler Name. Ich weiß nicht, Uwe. Willst du heute sterben? Ich weiß nicht, du? Ich bin schon tot. Ich kann nicht nochmal sterben. Wie? Soll ich dir mal was zeigen, Uwe? Ja, komm, hol mal raus. Guck dir das mal an. Das glaubst du nie. Was ist das denn, du Penis? Uwe, ich dachte, du stirbst jetzt, weil jeder fällt um, wenn der sowas sieht. Nee. Warte mal, wurdest du auch vom Teufel geschickt? Nee. Ich bin Pfannkuchen. Pfannkuchen, warte mal. Leute, wieso klappt das bei dem nicht? Der müsste doch jetzt sofort umfallen. Ich probier's mit was anderem. Guck dir das mal an, Junge. Jetzt wird er erschreckt sein. Hallo, Uwe, lebst du noch? Hey, wieso passiert mit diesem Uwe nichts? Er ist, glaube ich, unbesiegbar. Ey, wollen wir Freunde werden? Uwe. Nee. Ja, okay, komm, weißt du, ich verschone dich mal heute, weil du bist schon echt cool. Ja, hau rein, ne? Ja, tschüssi. Eierkopf. Alter, was war mit diesem Uwe-Schieb, Junge? Der ist ja... Er ist ja wahnsinnig, Alter. Der hat ja gar keine Angst vor mir. Ich glaube, dass dieser Uwe echt auch so ein Gott ist oder so. Vielleicht ist ja Uwe mein Boss und er will mich testen, ob ich andere Leute zum Töten bringe. Aber dann habe ich ja den Test bestanden, ne? Weil ich habe es dir gerade versucht. Gucken wir mal, ob hier jemand lebt. Ich hoffe, dass hier jemand lebt. Okay. Da ist hier jemand. Warte mal, schnarcht der? Oh mein Gott, wie schnarcht denn der denn? Hallo? Aufwachen! Hallo, wer sind Sie? Wissen Sie, wer ich bin? Nein, warum fragen Sie so? Vom Teufel geschickt, Junge! Vom Teufel? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, natürlich ist das wahr. Also, was sind deine letzten Worte? Weil du willst jetzt nämlich sterben. Wie sterben? Heute oder was? Ja, genau jetzt sogar. Guck dir das mal an, Junge. Was? Nein. Ja, bei dem ging es ja ganz schnell, ne? Das war ein ganz blöder Dovian. Warte, die Süßigkeit nehmen wir auch mit, ne? Wow, Alter. Um 3 Uhr nachts hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Da ist ja noch jemand. Oh, schön. Na, Hallöchen. Ist da jemand etwa eingepennt beim Schlafen? Wer sind Sie? Hallo? Wer ich bin? Sind Sie der Lieferant? Ja, ich,
bring den Tod zu dir nach Hause. Ich soll dir den Tod nach Hause liefern. Ist doch gut von mir, ne? Danke. Lieferkosten 10 Euro erstmal, danke. Die nehme ich mir hier von der Schublade. Und jetzt musst du sterben. Nee, das habe ich gar nicht bestellt. Ich habe eine Pizza bestellt. Du hast das bestellt. Guck dir das doch mal an, Junge. Ja. Was ist denn das? Das will ich nicht essen. Also, warte mal. Findest du das nicht irgendwie gruselig oder so? Nein, nein, Mann. Ich habe Hunger. Okay, ich bin schnell weg. Ich bin schnell weg. Hallo? Leute, ich glaube, Leute, die Hunger haben... Nein, nichts essen. Da, dein Essen ist vor der Tür. Süßigkeiten. Oh Gott, ich glaube, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause, Leute. Das hat ja nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, alle sterben jetzt, aber ein paar sind gestorben, ein paar nicht. Die anderen hatten ja gar keine Angst. Jetzt habe ich Angst vor denen. Wie kann man denn von mir keine Angst haben? Warte mal, mein Papa ruft an. Papa, hallo? Sohnemann, hallo, wie geht's dir? Ja, Papa, ich bin gerade in meinem Bett. Ich wollte jetzt schlafen gehen. Es ist ja schon nachts. Du hast mich aufgeweckt. Hä, hey, warte mal kurz. Ich komm kurz mal auf die Uhr. Was? Ja, du hast schon um 3 Uhr nachts? Ja, wieso hast du mich denn angerufen? Ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, was du gerade so machst. Ja, alles gut, Papa. Ich muss jetzt auch schlafen. Na, gute Nacht. Tschüss. Ja, okay, dann ciao, ciao. Okay, Leute, dann gute Nacht. Das war's mit der Special-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr auch bei meinen Videos machen wollt, kommt auf meinem Discord-Server. Ganz wichtig, lasst jetzt ein Like da. Abonniert meinen Kanal.